Ja, hier, das nächste ist hate running backwards. Ja, genau. Was ist das? Nahkampf ist deine Lebensversicherung. Zerstöre damit die Umgebung, töte Gegner, öffne Waffenkisten und reflektiere Projektile zurück zum Feind. Es kann sein, dass wir das nur sehr, sehr, sehr kurz spielen. Nee. Und wie schießt man? Maus brauchen wir zu sonst nichts? Okay. Oh. Ach so. Mach ich doch. Ach hier, so. Das ist zu toll, okay. Oh, da wäre ein Leben gewesen, ich brauche keins. Nochmal, komm. Komm her. Sehr schön. Und jetzt? Ja, ich habe sie nicht gesehen. Also ich kann ja auch vorwärts laufen. Stimmt ja. Wie Right Arrow? Idee ist ganz gut. Ja, mache ich. Ah, nee, ich habe den sehr leise. Ich habe den extrem leise. Jetzt müsste es gehen. Idee ist echt gut. Okay, das wird nächstes da. Oh. Ich sehe auch nichts. Dauerfeuer ist auch nichts, weil... Oh. Hey. Ja, wie ich an den Waffen auch komplett vorbeigehe. Schon tot. Also. Noch eins. Naja, auf jeden Fall CSM. Genau. Und es ist Roguelite irgendwie. Okay. Oh, ich habe noch keinen Boss. Komm, wir machen einfach weiter.
Ja, ich weiß. Mach mir jetzt bitte nicht nochmal Tutorial, bitte. Ja, danke. Danke. Oh. Was habe ich gemacht? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, ich darf das nicht so machen. Das ist falsch in jeder Hinsicht. Das ging schnell, oder? Also, ehrlich gesagt, sauwitzig. Aber überhaupt so richtig schlimm, überhaupt nichts für mich. Aber kann man das vielleicht mit... Das wäre was für Controller, oder? Weißt du, das ist dann immer das Problem. Wenn mich das Spiel verhöhnt, und ich mache, glaube ich, Serious Sam macht das ganz gerne mal, ne? Der Baby-Modus verringert den Schwierigkeitsgrad. Ja, und wie schieße ich? Das ist ja auch wieder scheiße. Mhm. Da kann man Sachen freischalten. Was ist das da? Hydra? Slugger? Was ist das denn? Ich bin da nicht gut drin. Ich komme mit der Steuerung überhaupt nicht klar. Ja, es ist trotzdem für mich absolut unspielbar. Ich kann nicht mit so viel Steuerelementen auf Zeit. Ich brauche die Möglichkeit, kurz mal Luft zu holen. Und die habe ich da nicht. Ich hätte es euch gerne mehr gezeigt, aber das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Es wird also ein sehr kurzes angespielt. Das Spiel ist super. Das Spiel ist überhaupt nicht schlecht. Aber meine Koordination von Fingern und Elementen ist einfach gar nicht dafür gedacht. Das war jetzt der Baby-Modus und ich war noch schlechter als sonst. Und, sorry. Das geht nicht. Bestenliste, huh? Mhm. Ich bin also auf Platz 12.299 von wahrscheinlich... Ja, na, genau.
Ja, das ist also völliger Quatsch. Ah. Einzelspieler weltweit. Freunde, bin ich auf Platz 1. Ich bin nämlich der Einzige, der das gespielt hat. So, ich sag danke fürs Zuschauen. Das sind jetzt nur 10 Minuten. Das ist mir peinlich, aber es muss so sein, weil ich kann es nicht. Ja, also wie gesagt, es gefällt mir gut. Es ist ein wunderschönes Spiel. Ich kann das von der Gesamtkoordination aber einfach so mit meinem alten Gehirn oder beziehungsweise meiner Verhudelung, die ich ja allgemein so habe, einfach nicht spielen. Es tut mir echt leid. Also eigentlich sehr, sehr schönes Spiel und ich weiß jetzt Bescheid. Ne? Shooter dieser Art, ich komme total durcheinander. Ich drücke wahllos Tasten und wenn ich das wirklich aus Absicht machen würde mit den wahllos Tasten, wäre es vielleicht noch besser. Aber hin und her bewegen und dann die Tastaturbelegung bzw. die Belegung, es tut mir leid, ich kann es nicht. Ne? Alles klar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.